sind hier in Berlin am alten Flughafen Tegel, wo uns die Lufthansa freundlicherweise eine Lounge zur Verfügung gestellt hat, in der wir gleich mit unserem Protagonisten sprechen. Gerald Edelman und Giulio Tononi, das ist wie Francis Crick und Christoph Koch. Das sind zwei Nobelpreisträger mit Faible für das Noetische und zwei junge Köpfe mit frischen Ideen. Ich sitze jetzt hier mit dem einen jungen Kopf, nämlich Christoph Koch, um mir die Ideen des anderen jungen Kopfes erklären zu lassen. Es geht um Informationstheorie und um das Bewusstsein natürlich. Bewusstsein im Gehirn hat ja das Problem, dass man es nicht so verorten kann wie jetzt zum Beispiel das Sensorische oder das Motorische. Gleichwohl kann man davon ausgehen, dass es so eine Art von Neural Correlates of Consciousness, neuronale Korrelate des Bewusstseins auch tatsächlich gibt. Vielleicht ganz kurz, Christoph, wie kann ich mir sowas vorstellen? Nicht alle Teile meines Gehirns sind beteiligt beim Bewusstsein. Man kann schon das Bewusstsein und die Korrelate des Bewusstseins im Gehirn eingrenzen. Die meisten meiner Neurone, 3/4 in etwa, sind in einem Gehirn, das nennt sich das Kleinhirn, das Cerebellum hier hinten. Das sind in etwa 69 Milliarden von den 86 Milliarden Nervenzellen bei uns. Wenn ich das verliere, sagen wir durch Schlaganfall oder durch Tumor, dann werde ich mich sehr komisch verhalten, ataxisch verhalten. Das hört sich an, als wäre ich betrunken, ich könnte nicht mehr richtig reden, ich werde kein Tänzer und kein Kletterer mehr. Aber es gibt minimale Störungen nur, oder es wird nur von den Patienten von minimalen Störungen in deren Bewusstsein berichtet. Die sehen genauso, die fühlen, die erinnern sich. Das heißt, in diesem Fall hier, diese ganzen Milliarden von Neuronen sind offensichtlich nur sehr bedingt am Bewusstsein beteiligt. Dasselbe ist mit meinem Rückenmark. Wenn ich meinen Rückenmark verliere, bin ich zwar gelähmt, aber meine Bewusstseinsinhalte werden sich nur minimal verändern. Insofern kann man für jede Gruppe von Neuronen oder für jedes Areal fragen, was ist deren Involvement, was ist das Verhältnis von den Neuronen in diesem Areal zum Bewusstsein. Und da stellt sich fest, manche Neurone haben eine nähere Assoziation zu dem Bewusstsein als andere Neurone. Und da muss man fragen, warum gerade diese Neurone? Diese Frage konnte man auch schon vor 400 Jahren stellen, zu dem Zeitpunkt, dem René Descartes gesagt hat, ist die Pineal Gland. Heute kann man drüber lachen, heute postulieren wir oder andere Leute, das sind, sagen wir, Pyramidenzellen in der fünften Schicht des Neokortex, die feuern und die mit anderen Neuronen im anderen Teil verbunden sind. Und wenn die aktiv sind, dann gibt es Bewusstsein. Aber da kann man nur auch fragen, warum ist Schicht 5, warum nicht Schicht 4? Und warum müssen die, sagen wir, 40 Hertz feuern, also 40 mal in der Sekunde und nicht 5? Mal oder warum erzeugt, wenn sie 30 Mal feuern, nicht Bewusstsein? Und letztendlich muss ich fragen, warum ist das neuronale Korrelat des Bewusstseins, sagen wir, also wenn ich jetzt rot sehe, was sind das neuronale Korrelat von rot sind die Mechanismen, die biophysikalischen Mechanismen, die dafür notwendig sind, dass ich rot sehe? Und dann muss man fragen, warum gerade die nicht und irgendwelche andere? Und dort ist eigentlich letztendlich kommt man dort zu einem informationstheoretischen Ansatz, dass man sagt, letztendlich, was entscheidend ist für das Bewusstsein, ist, dass mein Gehirn, das besteht aus sehr vielen Schaltelementen, die Nervenzellen, die sind verknüpft miteinander durch hochkomplexe Synapsen. Und letztendlich ist es der kausale Zustand dieses enorm komplexen Nervenverbandes, dieser erzeugt Bewusstsein. Das heißt, letztendlich kommt man auf eine Theorie, die hebt sich hinweg von den materiellen Grundsätzen und letztendlich sind das irgendwelche kausale Wechselzustände, die wirklich relevant sind. Ob die nun organisch sind, wie in meinem Gehirn, oder sagen wir inorganisch im Substrat mit Kupferdrähten und Transistoren, denn spielt dabei keine Rolle. Was man sagt, was Bewusstsein erzeugt, sind komplexe Informationen, die in gewissen Schaltkreisen entstehen. Das letztendlich ist Bewusstsein. Das ist also ein funktioneller Ansatz, der sagt, es ist unabhängig von dem Substrat. Das kann im Gehirn sein oder das kann auch Computer oder das Internet sein. Und letztendlich, was entscheidend ist für das Bewusstsein, ist Komplexität, gewisse Art von Komplexität, die man dann mathematisch definieren muss und die man dann messen muss. Hier kommt jetzt die integrierte Informationstheorie ins Spiel. Kann man die in 3, 4 verständlichen Sätzen beschreiben, Christoph? Letztendlich, was die integrierte Informationstheorie sagt zum Bewusstsein, ist, dass gewisse Zustände eines komplexen Systems sind identisch mit Bewusstseinsinhalten. Auf der einen Seite habe ich das materielle, das physikalische Substrat im Gehirn. Auf der anderen Seite habe ich die erlebten bewussten Zustände und die Aneinanderknüpfung kommt durch die Komplexität.
Und die Theorie sagt, es gibt eine gewisse Art von Komplexität. Diese Information muss differenziert, dieses System muss hochdifferenzierte Informationen haben. Gleichzeitig muss die Information integriert sein. Was heißt das? Hochdifferenzierte Information, das ist, was mein iPhone hat oder mein Computerdisk hat. Der hat sehr viele verschiedene Informationszustände, kann zum Beispiel tausende von Bilder kann ich eben auf meinem Computer speichern. Jedes von diesen Bild ist ein anderer, hochdifferenzierter Zustand. Wir können uns alle an Tausende von Szenen erinnern. Zum Beispiel diese Szene, wenn ich dich anschaue, ist ein hochdifferenzierter Zustand, der sich von allen anderen Milliarden Zuständen, die ich je erlebt habe in meinem Leben, irgendwie unterscheidet. Es riecht anders, sieht anders aus, es hört sich anders. Gleichzeitig müssen diese Informationszustände auch integriert sein. Das heißt, wenn ich dich wahrnehme, nehme ich dich als ein Stück wahr. Ich kann zum Beispiel nicht dich in Schwarz-Weiß sehen und dich unabhängig irgendwie in Farb sehen. Das wird alles integriert, es sei denn, ich bin farbblind. Wenn ich aber normal Farb sehen, sehe ich dich als eine holistische, integrierte Gestalt. Das haben vor allen Dingen die Philosophen immer betont, diesen holistischen, Unitary-Aspekt des Bewusstseins. Und diese Theorie setze ich das als Grundaxiom, und das sind die beiden Postulate. Information muss differenziert sein und muss integriert sein. Nun kann ich mir dazu eine Mathematik konstruieren, die das eben misst, inwiefern ist Information, die zum Beispiel auf meinem iPhone sind, integriert oder differenziert. Sie ist hochdifferenziert, sie ist aber nicht sehr integriert. Ich kann zum Beispiel Bilder von meinen Kindern und die Daten der Kinder in meinem iCalendar sind zum Beispiel überhaupt nicht miteinander verbunden. Der Computer, für die sind die einzelnen Pixel nichts als einzelne Pixel. Und das könnte Rauschen sein, oder das könnte eben die Bilder meiner Kinder sein, es könnte irgendein anderes Bild sein, es spielt für den Computer keine Rolle. Wenn dieser Computer irgendwann wirklich eben integrierte Informationen hat, was sicherlich bald der Fall sein wird, dann weiß er, das ist das Bild meiner Tochter, und die Tochter habe ich in diesem Datum gesehen, und das ist übrigens der Telefonnummer, das wird alles miteinander gelinkt. Diese Information ist bei uns in unserem Gehirn eben extrem verlinkt. Und in dem Maße, in dem die Information so verlinkt ist und so integriert wird, wird sie auch mehr und mehr bewusst. Das sind die beiden Grundpostulaten dieser Theorie. Die hat dann empirisch messbare Konsequenzen. Es ist nicht nur eine metaphysische Theorie, sondern es hat eine Theorie, die hat Konsequenzen. Man kann sich zum Beispiel überlegen, aufgrund der Definition der Komplexität, welches System ist komplex und welches System ist simpel. Das hat nicht nur zu tun mit der Anzahl der Nervenzellen oder der Anzahl der Transistoren. Man kann das berechnen im Prinzip. Da kann man zum Beispiel herausfinden, dass das Cerebellum, wie ich eben schon erwähnt, das Cerebellum ist das sind sehr viele Neurone, 3/4 aller meiner Neurone sind im Cerebellum. Die Verschaltung ist aber relativ einfach, sind eher so zweidimensionale Ebene. Während der Cortex ist viel komplexer, dreidimensional. Das würde zum Beispiel erklären, warum ein Teil meines Gehirns sehr wenig am Bewusstsein beteiligt ist, andere aber eine sehr intimere Verhältnis hat zum Bewusstsein. Das ist der große Vorteil dieser Theorie gegenüber einer rein philosophischen Theorie, es hat messbare Konsequenzen. Wofür steht denn dieses Phi? Der griechische Buchstabe Phi ist ganz einfach das Maß für die Komplexität eines jeden Systems. Und das kann man messen im Prinzip bei Patienten zum Beispiel. Die entwickeln also auch zusammen mit Ärzten, mit Neurologen und Epileptologen, entwickeln die einfache Verfahren, die man tatsächlich bei Patienten anwenden kann, sehr pragmatisch. Hier habe ich jetzt einen Patienten, ist der im Wachkoma oder nicht? Es ist bei manchen Patienten sehr schwierig festzustellen, ob der Bewusstseinszustände hat und nur manchmal hat, weil er kann sich zum Beispiel nicht bewegen, weil er die Hälfte seines Gehirns zerstört ist. Das heißt, das Phi drückt eben aus die Kapazität des momentanen Bewusstseinszustands in Bits, und das kann man messen. Und das bedeutet, Bewusstsein kann man jetzt berechnen? Ja, man kann die einzelnen Bewusstseinszustände im Prinzip berechnen. Das heißt, man erlebt sie weiterhin nicht. Ich kann sie dann mathematisch beschreiben, aber letztendlich das Erleben vom Bewusstsein ist ja etwas anderes noch als die Vermessen. Ich kann dein gesamtes Hirn irgendwann völlig vermessen können. Aber deshalb kann ich nicht deinen Bewusstseinszustand erleben. Es sei denn, mein Gehirn wird in denselben Zustand gebracht wie dein Gehirn. Dann kann ich es erfahren. Jetzt hast du vorhin schon davon oder angedeutet, dass es nicht zwangsläufig nur auf biologische Systeme begrenzt sein muss, dieses Bewusstsein. Du meinst also, dass es künstliche Bewusstseine geben kann? Ich glaube, das ist relativ, wenn man davon ausgeht, dass es kein besonderes Zauber gibt bei der menschlichen Materie, wenn es also keine klassische Seele gibt, die irgendwie da assoziiert ist und die da irgendwie herumschwebt, dann bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen,
das bewusste Erfahrung ist letztendlich ein Produkt eines enorm komplexen physikalischen Objektes meines Gehirns. Und wenn ich diese Zustände, die dafür verantwortlich sind, im Prinzip simulieren kann auf dem Computer oder auf irgendwelchen anderen zukünftigen künstlichen Systemen, dann wird auch dieses künstliche System Bewusstsein haben. Und insofern kann man sich zum Beispiel fragen, inwiefern ist das Internet? Das Internet heute ist komplexer als ein einzelnes menschliches Gehirn. Internet hat in etwa zwischen 5 und 10 Milliarden Knoten, Computer in etwa, das erhöht sich ja ständig. Jeder von diesen Computer hat in etwa ein paar Milliarden Transistoren. Das heißt, das Internet als Ganze hat eine Komplexität, die nähert sich an die Komplexität eines einzelnen menschlichen Gehirnes. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, fühlt sich wie etwas an, das Internet zu sein? Das heißt der Bewusstsein. Wenn man bewusst ist, ein System, das bewusst ist, hat eben, da fühlt es sich an, als wäre es, als irgendwie dieses System hat jetzt Gefühle, ob es eine Biene ist oder ein Mensch oder ein Baby. Die Gefühle sind vielleicht einfach in der Biene, ein bisschen komplexer als ein Baby und viel komplexer im Erwachsenen wie bei dir und bei mir. Diese Frage kann man auch im Prinzip stellen beim Internet. Da kam dann die nächste Frage, woher weiß ich das? Manifestiert sich das irgendwie? Wird sich das irgendwie manifestieren durch plötzliche autonomes Verhalten von diesem Internet? Plötzlich tut es was es eben nicht einprogrammiert war. Da kann ich sagen, gut, das sind irgendwelche Hackers und das muss ich dann natürlich ausschließen, dass es nicht irgendwie die Mafia ist oder die Chinesen oder irgendwelche anderen Hackers, sondern irgendwann kann es sein, dass es eben das Internet selbst autonom wird und damit eben Erfahrungszustände hat. Okay. Das scheint dich jetzt zu schockieren, aber es scheint mir eine relativ einfache Konsequenz zu sein, wenn man sich loslöst von der Gedanke, dass es eine Seele gibt, die nicht eine klassische Seele, die nicht den natürlichen Gesetzen unterliegt, wenn man davon mal abgeht, und dieser Ansatz hat sich nie als sehr fruchtbar erwiesen über die letzten paar tausend Jahre, dann bleibt dann nichts anderes zu sagen, es ist ein materielles Substrat und dieses materielle Substrat kann ich irgendwann mal kopieren, ich kann es irgendwann mal eben in anderen Systemen rüber kopieren und ich kann es natürlich auch löschen. Es fehlt mir das Integrative im Internet, weil diese ganzen Knoten natürlich sehr autonom sind und noch nicht wirklich miteinander in der Form kommunizieren, wie ich hoffe, dass es die Neurone in meinem Hirn machen. Ja, das stimmt. Allerdings sind die natürlich, ich meine, dieses einzelne Neuron ist natürlich, ist verknüpft mit sehr viel, mit Tausenden von anderen oder Zehntausenden von anderen. Und man muss sich eben fragen, da hast du völlig recht, wie hoch ist die Integration bei den einzelnen Computern? Die sind verknüpft, und zwar dynamisch, also nicht mit einzelnen Drähten, wie das bei uns ist, im Gehirn, sondern eben dynamisch. Und da muss man sich eben fragen, diese dynamische Verknüpfung, approximiert die eine Integration? Das weiß man nicht, das muss man messen. Aber zumindest kann man sich theoretisch die Frage stellen, man kann es definitiv nicht ausschließen, dass ein solches System wie das Internet irgendwann bewusste Zustände entweder hat oder die erlangen wird. Löst denn die Theorie von Tononi die klassischen Probleme zum Bewusstsein, zum Beispiel das Zombie-Problem oder die Qualia? Ja, die Qualia in diesem Fall erklärt sich aus der spezifischen Geometrie dieser informationstheoretischen Zustände. Er definiert dann einen Qualia-Space, der wird definiert entlang verschiedener Achsen, in Abhängigkeit von den diskreten Zuständen, die dieses System annehmen kann. Und die Theorie sagt dann aus, dass zum Beispiel die Geometrie des Raumes, der mit Farbzuständen zu tun hat, also wenn das Gehirn quasi eine Farbe bewusst Namen nimmt, rot oder grün oder gelb oder was immer, dass die anders ist als die Geometrie des Informationsraumes, der entsteht, wenn ich zum Beispiel höre oder wenn ich rieche oder wenn ich mich an erinnere. Das heißt, diese Theorie macht exakte Aussagen über die eigene Eigenschaften eines jeden bestimmten bewussten Zustandes. Und vor allen Dingen muss ich immer wieder betonen, die ist testbar. Es ist keine reine Metaphysik, weil vieles kann man natürlich sagen, das hört sich ja alles als metaphysische Spinnerei an, aber sie hat messbare Konsequenzen. Im Prinzip kann ich messen, wie ist das Vieh beim Baby, wann entsteht das Vieh, ist es im Uterus oder ist es, wenn das Baby wach wird nach dem ersten Schrei, was besteht beim Schlaganfall oder bei Wachkoma, was ist bei Tieren oder eben was ist bei künstlichen Systemen. Und ich kann es also experimentell überprüfen, ob diese Theorie vernünftig ist, ich kann sie eben vergleichen mit der Realität, wie jede andere physikalische Theorie. Du erweist dich als der romantische Reduktionist, der auf dem Cover deines aktuellen Buches steht, indem du bei diesem Thema den Begriff Kristall einführst. Wofür steht der Kristall? Nein, der Kristall ist nur ein Metaphor. Wir operieren hier in sehr hochdimensionalen, sehr abstrakten mathematischen Räumen. Da versucht man das natürlich irgendwie begrifflich zu gestalten. An dem Kristall selbst liegen nicht irgendwelche metaphysischen Aspekte. Man muss das postulieren. Was die Theorie postuliert, im Grunde genommen, man muss die, dass die,
das Universum und die Konzeption des Universums erweitern. Es gibt nicht nur Zeit und Raum und Energie und Masse, sondern es gibt auch Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist verknüpft mit gewissen informationenreichen Zuständen. Wir leben ganz in einem Universum, wo das der Fall ist. Diese Theorie unterscheidet sich von einer rein philosophischen, metaphysischen Theorie, dass sie eben empirische Konsequenzen hat. Man kann es eben messen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich verstanden habe, aber vielleicht muss ich mich in diesen hochdimensionalen Räumen auch gar nicht so bewegen. Aber im Grunde genommen ist die Theorie, was sie sagt, ist doch nicht so kompliziert. Sie sagt, ich kann im Bewusstsein verstehen als einen anderen Aspekt der Information, von einer besonderen Art von Information. Nicht nur, dass mein Disk hat jetzt 10 Gigabyte und der hat weniger Bewusstsein als ein 100 Gigabyte Disk, sondern die Information muss eben auch intern verknüpft sein, die muss gelinkt sein. Und dann, wir leben in einem Universum, wo eben diese Art von Information als Bewusstsein wahrgenommen wird. Das ist ganz einfach so. Diese Art von Information hat nicht nur einen objektiven Zustand, den ich messen kann, sondern hat eben auch die subjektive Erlebnis. Das ist quasi die moderne Konzeption der Seele. Die hat auch Aspekte von der Seele, weil der Zustand selbst, der informationreichen Zustand führt, ist ja anders als die Erfahrung selbst. Das heißt, wenn mein Gehirn in dem Zustand ist, in dem mein Gehirn rot sieht, ist die Erfahrung des Rotes gänzlich anders als meine Hormone. Es gibt nichts Rotes in meinem Gehirn. In meinem Gehirn ist es dunkel. Und wenn ich Schmerz habe, ist es nicht das Gehirn, das irgendwie, sondern die Neurone haben ja keinen Schmerz, sondern mein Bewusstsein erlebt Schmerz. Aber das Korrelat davon ist hier und das hat eben damit zu tun mit dem informationsreichen Zustand Schmerz. Das heißt, es ist schon eine Art dualistische Theorie. Aber anders als eben, und man kann es eben als die moderne Seele, die moderne Konzeption der Seele, die Seele des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Sie hat allerdings den entscheidenden Nachteil, dass wenn dieses System sich auflöst, zerstört zum Beispiel im Tod, dann verschwindet eben auch die Seele, das Bewusstsein. Es sei denn, man kopiert sie sich vorher noch auf seinen Harddisk runter. Dann könnte man allerdings weiterleben. Okay. Es klingt wie Quantenphysik. Vielleicht muss ich mich daran gewöhnen. Also Leute wie Zeiling und so sagen auch, dass Information ein integraler Bestandteil des Universums sei. Vielleicht muss ich mich daran einfach gewöhnen. Klingt aber dann möglicherweise, also klingt nach einer möglichen Zukunft. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Das Bild, das uns die Quantenmechanik offenbart hat über die letzten 100 Jahre, ist ja auch völlig anders als das Bild, das wir tagtäglich erleben. Aber wir haben nun festgestellt, über die letzten 100 Jahre ist die erfolgreichste Theorie, die wir überhaupt haben, der Materie. Und es scheint zu sein, auf ganz, ganz, ganz kleinen Räumen, da ist ganz einfach die Welt ganz anders, wie wir das erfahren. So wird das auch beim Bewusstsein sein. Das heißt, unsere naiven Vorstellungen, die wir über die letzten 1000 Jahre gewachsen sind, scheint an der Realität eben, das waren die falschen Vorstellungen, jetzt müssen wir uns das halt ändern und auf die neue Realität einstellen, wenn das so wäre, wenn diese Theorie richtig ist. Ja. Christoph, herzlichen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen.